Der Einsatzhafen in Dortmund-Brakel, eine neue Folge zu dem Thema für die Leute, die sich nicht so gut damit auskennen. Ich hoffe, dass ich noch ein paar interessante Informationen für euch habe. Dieses Mal geht es um den Fußballverein Borussia Dortmund und um den dritten Schießstand. Als erstes wieder unsere berühmte Karte. In diesem Bereich haben wir uns ja bereits bewegt. Das ist ja der Golfclub. Dann waren wir hier in dem Wald drin. Und was ebenfalls mit zu dem Ganzen gehörte, war auch dieses Gelände. Dort ist der Trainingsplatz von Borussia Dortmund. Da gibt es in dem Sinne nicht viel zu berichten, weil man mich nicht auf das Gelände draufgelassen hat. Aber wir schauen uns das mal aus der Nähe an. Das ist also die Anlage des BVBs und zwar der Parkplatz. Dahinter befinden sich die eigentlichen Trainingsplätze. Enttäuschend fand ich, dass der Pförtner einen wirklich abgefrühstückt hat, hat sich mit mir in keinster Weise unterhalten. Für mich war er unfreundlich, zumal ich eigentlich nur Infos wollte bezüglich des ehemaligen Einsatzhafens. Das sollte erstmal gewesen sein zu dem Trainingsplatz. Kommen wir zu dem dritten Schießstand, der sich ja ebenfalls noch auf dem Gelände von dem Einsatzhafen Dortmund-Brakel befindet. An dieser Stelle hier befindet sich der dritte Schießstand. Darüber habe ich leider keine Bilder, aufgrund dessen, weil es sehr schwer zugänglich ist, hier durchzukommen. Also die Aufnahme muss schon etwas älter sein, die ihr hier seht von Google Earth. Denn hier war wirklich überhaupt kein Durchkommen. Ich hoffe, dass sich jemand meldet und Bilder für mich hat. Ansonsten werde ich noch versuchen, welche zu bekommen. Das war's vorerst mit dem Einsatzhafen Dortmund-Brakel. Ich hoffe, dass euch die Aufnahmen gefallen haben, dass sie mir einen Daumen in nördlicher Richtung gibt. Und sobald ich weitere Bilder habe, werde ich mich mit dieser Serie auch wieder zurückmelden.